Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind jetzt beim zweiten Rennen der zweiten Saison beim großen Preis von China in Shanghai und nach einem sehr starken Rennen in oder beim sehr starken Auftakt in Bahrain mit einem Podium durch die Einstopp-Strategie, die natürlich die beste war, sind wir jetzt wieder angekommen, auf einer Strecke, wo wir noch nie gefahren sind oder wo ich noch nie gefahren bin. Also bei MyTeam zumindest, beim Grand Prix-Modus von oft, na selten, aber hier noch nie mit diesem Auto. Also mal sehen. Aber bevor wir jetzt gehen zu den Trainings erstmal wieder, können wir auch erstmal wieder hier was machen. Und zwar dachte ich mir erstmal über das hier, würde ich sagen, die. Machen wir einfach mal das, 32% Fehlschlagsrate, obwohl das mache ich auf jeden Fall, das ist nämlich sehr billig geworden, das ist überhaupt sehr billig. Dann mache ich das zum einen. Dann gucke ich mal erstmal weiter. Das könnte man machen, das wäre sogar ein großes Upgrade, glaube ich. Da gucke ich auch gleich mal nach erstmal. Das wäre auch sehr groß, aber. Wo war das? Das mache ich trotzdem erstmal abtreffen jetzt. Denn ich gucke trotzdem aus, ob es hier sogar noch was Billigeres wie das hier gibt. Und das wäre sogar vielleicht noch größer, kann das sein? Oh ja, ich glaube, das ist noch größer. Und ja, dann nehme ich natürlich das. Würde aber dann sagen, auch wenn das ja billig ist, ich nehme die größten lieber. Als nur das, was am billigsten ist. Dann nehme ich lieber die größten. Wie ist das? Ah, Sekunde. Das ist auch schon größer. Aha, und das würde schon ganz schön was machen dann. Jetzt die Frage, könnte man hier rein? Ja, hier. Aber da, das wäre eh schon gut. Nee, 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 dann lassen wir das erstmal. Könnten jetzt eh nicht machen, dann müssten wir wieder das abtreffen, aber. Ja, komm, wir lassen es. Wir lassen es diese beiden. Welche habe ich nicht so mal gemacht? Ah. Hier eins. Ja, und dann bei Chassis 1, ne? Ja, okay. Das sind ganz groß, die würden uns auf ein Niveau mit Alpine bringen, wenn das jetzt so bleibt, wie es ist. Aber ich glaube, die werden auch upgraden. Also nicht zu früh freuen. Dann spulen wir jetzt die Zeit vor erstmal. So, haben die jetzt schon was gemacht oder? Oh, sorry, sorry. Nein. Sieht nur so aus, vielleicht machen die jetzt auch gerade erstmal gar nicht mehr viel. Wir bereiten die sich schon auf Reglementänderungen wieder vor. Ah, sollten wir auch bald dann wieder langsam schon mal daran bedenken, dass wir das machen. Aber erstmal wollen wir schon wieder weiterentwickeln, dann mal gucken. Wir könnten eigentlich auch schon hier wieder was machen, aber das lasse ich erstmal noch. Wir haben erstmal gemacht hier, beim Fassi haben wir erstmal die zweite Reihe voll. Das können wir dann andermal machen. Und dann können wir auch erstmal loslegen. Aber bevor wir loslegen, noch ganz kurz hier, so sieht die WM aus. Ja, das wird nicht so bleiben, keine Sorge. Also wir werden bestimmt noch weiter noch zurückfallen als Platz 3. Wie gesagt, nur durch Bahrain, weil da die Einstopp das Beste ist, haben wir diesen dritten Platz geschafft. Und los geht's. Aber vielleicht, man weiß nicht, was so. Aber ich glaube, in China ist die KI sehr stark. Würde ich sagen. Also wenn ich mir da andere YouTuber angucke, die fahren in Imola mit 18. Vorsprung auf die Pole. Und in China sind die weit weg und sind Achter im Qualifying. Also, übrigens soll es im Training 1 und im Training 2 und 3 regnen. Das kann mir egal sein, weil ich das eh nur hier schnell machen werde. Aber im Qualifying und Rennen soll es wohl trocken bleiben. Alles klar. So, schnelles Training. So, jetzt erstmal wieder schnell machen. Ja, das nervt, aber wir brauchen ja die Ressourcenpunkte leider. Das nützt nichts. Können wir mal vielleicht jetzt mal. Ja, sehr gut. 50 Punkte, also fliegt fehl, fliegt fehl. Ah, geht gut, okay. Ja, ich sage es lieber immer oft sehr zeitig dann. Ja, dann würde ich das mal kurz lassen und erstmal hier was Kleineres machen, um hier schön viel schon mal hinzubekommen. Und dann auch erstmal das, um das erste jetzt schön gut abzuschließen. Ohne viele Sachen. Ja, sehr gut. Oh. Oh. Oh, okay, wir können gar nichts mehr machen, okay. Aber wir haben 4-1-1. Wir haben über 6, wir haben 6 geschafft. Ja, China ist aber eine geile Strecke, finde ich. Also die ist auch ein bisschen schwer, also manches ist schwer. Aber ich finde vor allem die erste Schikane sehr, sehr cool. Diese langgezogene Rechtskurve.
Da muss man eigentlich nur das Auto irgendwie gleiten lassen. So, jetzt machen wir es mal wieder weiter hiermit. Oh, Platz 15 ist langsam gar kein Problem mehr anscheinend, so die Sache. Bisher übrigens alles geklappt bisher. Ah, und schon sagen es und schon passiert es natürlich, ja. Ich sollte mal nicht sagen, dass es was noch geklappt hat bisher alles. Aber trotzdem, wir haben es ja. Ja, jetzt geht's wieder los. Jetzt, aber trotzdem glaube ich, wir können alles schaffen. Weil wir haben das schon mal alles geschafft jetzt. Dann machen wir das mal erstmal noch weiter. Oh, oh. Ah, ja, ich habe zu Recht oh, oh gesagt. Weil ich das mir schon geahnt hatte. Jetzt hat es immerhin geklappt. Aber leider wird die Zeit wieder zu wenig sein, ja. Und fehlen noch vier Sachen. Eigentlich machbar, oder? Eigentlich sollte das hoffentlich machbar sein. So, Training 3 noch. Und dann, so, jetzt mache ich mal doch das zu Ende. Hat sich komisch gerade angehört. So. So, und das letzte. Ja, sehr gut. So, jetzt haben wir alles wieder geschafft. Und dann können wir wieder zurück jetzt. Zum erstmal sehen wir vier Ressourcenpunkte. So, 300 Latif. Ah ja, gut, er ist halt kein Formel 2 Fahrer. Er macht das ein bisschen besser als die Formel 2 Fahrer. Bin mal gespannt, was das überhaupt für. Ah, wieder billiger. Es wird alles billiger, okay. Oh ja. Alter. Also ich habe schon gedacht, ist okay. Das interessiert mich nur immer mal, deswegen lasse ich das immer so laufen, was hier so billiger wird. Oh. Okay, oh, drei. Okay. Und noch mehr? Oh, ganz viel wird das hier billiger. Junge, Junge. Jetzt war es das, okay. Gut. Dann legen wir jetzt los. Gleich ins Qualifying beim zweiten Qualifying der Saison. Das erste lief hier sehr erfolgreich mit Platz 13, was aber auch hätte 11 sein können, natürlich. Platz 11. Aber komm. Platz 13 ist trotzdem für das erste Qualifying war das eine super Leistung. Ja, unser Renner sieht auch schön aus, unser Anzug. Ja, also auch alles komplett Sonne sein, mein Feind. Gut, und dann fahren wir auch gleich wieder raus. Gucken, was wir so machen können jetzt. Also ich tendiere schon so ein bisschen dazu. Vielleicht wieder aus Q1 raus. Das kann so das höchste Ziel sein, was ich mir erstmal wieder setzen kann. Weil das muss eigentlich jetzt fast schon in jedem Rennen das Ziel sein. In jedem Qualifying. Q3 muss auch nicht Pflicht sein. Also da muss wirklich eine perfekte Runde einfach hin. Sonst wird das nichts. Aber mit dem Auto momentan, aber Q2 müsste jetzt schon Pflicht für unser Auto sein. Ja, und mit einem nicht voll geupgradeten Auto läuft das hier auch noch schwerer und ich muss jetzt auch viele Kilometer sammeln, viel ja, Zeit hier auf der Strecke verbringen jetzt, denn das erste Mal hier. In der ersten Saison sind wir hier nicht gefahren, dafür sind wir in Monaco hier gefahren, die es diesmal dafür nicht gibt und die wird es auch nie wieder hier geben. Das verspreche ich schon mal. Oh, die Kurve gefällt mir auch besonders und diese hier, die liegen mir sehr gut eigentlich. Das könnten jetzt sogar meine stärken Kurven sein. Oder starken Kurven sein. Fürs Rennen dann auch. Wo ich vielleicht Zeit womöglich gut mache auf die KI womöglich. Weil ich hier einfach zu stark fast schon bin, wenn mir das gut gelingt alles. Dafür läuft es hier meistens nicht so, das weiß ich natürlich schon. Aber guck mal sehen, wo es jetzt hier hakt oder wo es gut läuft. Windschatten brauchen wir vielleicht sogar auch. Auf der Geraden nämlich, auf diese langen. Und ich ziehe unter dem Mercedes. Nein, nein, nein. Das kann der Mercedes vergessen. Das kann der mal ordentlich vergessen, dass ich den ziehen werde. Der wird mich ziehen, Lewis Hamilton. Werde so schön dranbleiben, weil der eh schneller sein wird als ich. Deswegen werde ich schön weit nah dranbleiben wie jetzt. Obwohl ich nicht von weit weg bin eigentlich.
So, okay, wir sind auf jeden Fall dran an Hamilton. Also ich denke, der Windschatten sollte schon taugen. Es darf mir nun kein Fehler passieren. Ah, ja. Ja, war ganz okay, doch, war ganz okay. Hätte besser laufen können, diese Kurve zwar, aber... Ich fahre hier das erste Mal und meine ersten Runden sind eigentlich nie perfekt. Wer das ja weiß, der weiß das. Aber trotzdem, Hamilton zieht natürlich weg, das... Oder ist er von weggezogen? Ah, bestimmt. Aber jetzt kommen eigentlich meine Stärkenkurven, aber wenn es drauf ankommt, werde ich die jetzt vermasseln, dass sie von kommen. Ah, nee. Das war sehr gut. Ah, nee, läuft gut. In dieser Kurve. Mit diesem Auto kann man halt noch nicht so Vollgas da durch. Weil es halt noch nicht gut einlenkt. Aber das war gut, also jetzt hat es auch gepasst. Oh, oh, meine Angstkurve, obwohl die hat jetzt sogar gepasst, einigermaßen. Und die auch. Da verbremse ich mich irgendwo mal gerne und deswegen sage ich Angstkurve dazu. Okay, Hamilton ist enteilt natürlich, aber mal sehen, was für was das reicht. Hier jetzt auch irgendwie den Bremspunkt zu erwischen ist nicht leicht und man sieht, dass das nicht leicht ist. Viel zu spät auf der Bremse, ob das mir jetzt nun viel Zeit gekostet hat oder gefängt hat, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wieder gekostet, war ein weiter Bogen. Hamilton 1,30, oh ja. Die Runde war noch nichts. 2,8 Sekunden hinter Hamilton, wo Mick ist. Mick ist auch vor mir nun, aber... Ah, hier fand ich ein bisschen was rausgeholt zu haben jetzt gerade. Oh, jetzt habe ich wohl noch Verkehr. Ausgerechnet. Oh ja, aber hier habe ich noch was rausgeholt, etwas. Das ist einfach nur Verkehr. Jetzt fahre ich die Runde zu Ende, oder? Ich weiß es nicht. Ah, es war nicht optimal. Nee, war gar nicht gut. Trotzdem ist da aber feinlich sogar noch Zeit drin, letzten Endes. Ja, es wird, glaube ich, keine Verbesserung. Aber die KI ist hier wirklich stark, man merkt's. Aber meine Runden waren bisher auch noch nicht so gut. Ist, glaube ich, ganz netter Ausdruck dafür. Aber ich bin mal gespannt, wenn ich jetzt mal den Bremspunkt perfekt erwische, ob das dann jetzt sogar Zeit gewinnt, wenn ich mal nicht weit rauskomme. Also, wo ist der Bremspunkt? Aber Latifi ist trotzdem hinter mir. Das ist ja schon eigentlich ein gutes Zeichen, dass die Runde doch gar nicht so schlimm war. Ja, es war mal ganz okay. Oh ja. Jetzt fahre ich die doch zu Ende. Ja, ich fahre sie zu Ende. Ja, ein paar tausend Laps nochmal. Obwohl, wisst ihr was? Nee, das bringt nicht diese paar tausend, die kann ich mir auch schenken. Dann mache ich es Rückblende, um in die Box zu fahren und die Runde gar nicht zu beenden. Diese paar tausend kann ich mir auch schenken. Die machen ja wohl nichts aus. Aber ich weiß nicht, dass das auf jeden Fall Zeit gekostet hat. Das muss ich mir merken, wenn die Runde mal gut wird. Wie sehen überhaupt die Reifen aus? Oh ja, 11% nach zwei oder drei Runden, besser gesagt. Boah, Alter, das ist ja... Also ja, China ist dafür bekannt. Also da könnte es auch nicht verkehrt sein, mit den härteren Reifen zu starten. Oh ja, das können vielleicht doch am Ende wieder Punkte für uns werden, wenn wir vielleicht doch wieder die härteren Mischmomente nehmen und die zwei Stops machen, während wir vielleicht einen Stop machen. Mal gucken. Aber das ist noch ein langer Weg. Also müssen wir das Qualifying irgendwie überstehen. Was auch kein Kinderspiel wird. So. Also mal gucken. Also Mick ist... Ja, nur 4 Zehntel könnte ich sagen. Also nur eigentlich nur 4 Zehntel. Und Latifi sogar hinter uns etwas, minimal. Wird Mazepin nur hinter uns sein? Ja, ich glaube ja. Oh, wir sind gar nicht schlecht, wir sind 18er. Das mit so einer Runde. Wow. Also ich habe langsam das Gefühl, dass wir wirklich langsam wirklich kein Hinterbänklauto mehr sind. Wenn wir mit so einer Runde und immer noch vor den ganzen anderen sind. Was bei der Tiffy schief gelaufen ist, weiß ich nicht. Oder ob bei dem, was überhaupt schief gelaufen ist, aber Mick ist drin mit einer perfekten Runde. Naja, das andere könnte aber schon schwierig sein, oder? Also Q2 wird sehr schwer, aber hey komm, nicht aufgeben und Sekunde.
Erstmal frische Sätze und dann gehe ich auch gleich wieder auf die Strecke, obwohl. Ja, doch, ich fahre wieder auf die Strecke jetzt gleich. Meistens nur bei der ersten Runde, einfach mal um das so vorzuführen. War ich überhaupt zu spät oder? Ich glaube nicht, oder? Ah, nee, passt, passt. Ich habe mir wieder mal zwei Runden, wie ich will. Aber Platz 18 ist nicht left für meine Runde. Also, wenn die Runde jetzt mal wirklich perfekt werden würde, was sehr schwer sein wird, denke ich, aber man weiß ja nicht. Wenn ich die Kurve dann mal erwische perfekt, dann geht davon was noch. Dann kann da noch deutlich was gehen. Nebenbei einfach. Guten Exit hoffentlich bekommen. Ah ja, war zumindest auf Augenniveau. Ja, war etwas besser, finde ich. Oh ja, oh ja. Einfach Vollgas hier fast. Oh ja, hab hier nochmal gut rausgeholt jetzt. Gute 2 Zehntel. Ja, genau 2 Zehntel eigentlich. Das hat mir auf jeden Fall jetzt gerade ganz gut geholfen, ja. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Hier habe ich nochmal deutlich. Alter, was habe ich denn da die Zeit liegen lassen? Ah, jetzt muss ich dann hier doch mal ein bisschen. Aber hier war es auch gut. Das ist eine Traumrunde schon wieder mal bisher. Oh ja, oh ja, oh ja. Let's go, let's go. Alter, ja, hier habe ich wieder was liegen lassen, aber trotzdem 5 Zehntel bisher. Es reicht ja schon nur, wenn ich in Q3, in Q2 komme erstmal. Muss da jetzt keine Weltmeisterrunde sein. Oh, das war weit raus. Nicht weit raus, aber war auf dem Körb. Trotzdem, 5 Zehntel. Jetzt nur mal diese Kurve nicht vermasseln. Und dann wird da vielleicht sogar noch eine Sekunde draus, weil das hat ja schon viele, viele, viele Zehntel gekostet gehabt. Okay, jetzt den Bremsbau ein bisschen. Ich weiß nicht, wo der ist. Hier vielleicht. Oh ja, hier ist er. Aber trotzdem zu spät. War da, es war zu spät, das war zu spät. Ah, shit. Das war jetzt ärgerlich, ist ärgerlich. Aber trotzdem, es wird eine Verbesserung, aber gut. Für Platz 18 reicht sie immer noch nur. Ja, hab das vermasselt jetzt. In dieser Kurve hatte ich es vermasselt, leider. So eine gute Runde, aber gut. Eine Runde hätte ich noch, aber ob die besser sein wird, das war wohl eine Traumrunde eigentlich. Ah, ich glaube nicht, nee. Nee, nee. Hier habe ich, ja, ich sage, die erste Kurve war perfekt gesessen. Fettes Rückblende machen können einfach, aber. Ja, im Qualifier mache ich das einfach mal nicht, weil man kann nicht wegen jeder Runde, die blöde ist, eine Rückblende machen. Im Rennen kann man machen, wenn man wo reinkracht, aber im Qualifier will ich das schon gerne ohne versuchen. Hier will ich noch was rausholen jetzt mit besserem Speed. Hat vielleicht geklappt, naja, nicht wirklich. Ja, okay, ja, das war's. Ja, immerhin Platz 18 behalten. Das wäre schon mal ein Erfolg. Aber gut, nicht jede Runde kann sitzen. Ja, ich habe schon abgebrochen, wie man sieht, also bringt nichts. Ja, sehr ärgerlich, dass ich den Bremspunkt hier verpasst habe. Sonst hätte das vielleicht was werden können, aber ja, gut. Macht nichts. Platz 18 wird es anscheinend, so wie es aussieht. Ja, wird es auf jeden Fall sogar. Weil alle schon durch sind, würde ich sagen. Und daher, ja, jetzt wieder nicht, ja, dieser Bremspunkt, ja. Aber ist ja auch das erste Mal hier. Noch dazu ist die KI hier bärenstark, also daher kann das egal sein, denke ich. So, jetzt einfach zack, zack. Nochmal schön aufs Gras gefahren jetzt. Mit Absicht natürlich. Aber hey. Ist trotzdem nicht schlecht. Ja gut, aber allerdings muss man sagen, 8 Zehntel oder 7 Zehntel hätten auf Q2 gefehlt. Obwohl, ja, es hätte vielleicht wirklich, ich denke schon, wegen der Kurve oben, wegen dieser nach der langen Geraden. Das hätte ich wirklich nur drin gesteckt, mindestens. Also bis Russell hätte drin gesteckt. Also schade, ärgerlich, aber hey komm, das ist egal. Ist bei der Rennleitung irgendwas gerade? Nö, okay. Dann gut gegen Stroll, wo ist der überhaupt, das Lance? Ah, hier auf 14, aber ja, aber für den Fall ist es auch nicht so optimal zu laufen, also mal sehen. Okay.
Kann ja nicht immer alles passen. Ah, ist toll, aber wir haben immer noch Vorsprung. Aber nur noch zwei jetzt. Also, ist toll zu flaggen, wäre schon ein schönes Ziel. Muss man aber hinbekommen. Aber okay. Dann ja, bis zum nächsten Mal. Beim Rennen dann von Shanghai. Und dann bis zum nächsten Mal. Und ciao.